Moin Freunde, heute mache ich eine kleine Fahrradtour, 100 Kilometer. Okay, ist jetzt nicht so klein, aber ich versuche die auf jeden Fall so schnell wie möglich zu schaffen. Ich habe schon alles jetzt vorbereitet und jetzt werde ich erstmal losfahren und mal gucken, wie schnell ich das schaffen werde. Boah. Es ist echt anstrengend gerade schon. Wir haben jetzt übrigens schon die 30 Kilometer. Also ich. Ja. Das ist schon ganz schön anstrengend, weil jetzt gleich ist es halt erst 3 Stunden vorbei. Und da nur 30 Kilometer zu haben, ist schon sehr wenig. Aber naja, es sind noch 16 Minuten jetzt. Und wir haben jetzt auch schon 32 Kilometer so. Ja, ist ganz okay, aber kann schon schneller gehen. Begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Leute, könnt ihr euch noch erinnern? Wir waren auf einer richtig schöne Tour auch beim Großtessiner See. Aber ich glaube, das war an einem anderen Ende. Irgendwo. Naja, wir werden auf jeden Fall auch gleich zum Großtessiner hier See gehen. Ja. So, gleich müsste hier eine Abfahrt nach links sein. Ja, und dann setzen wir uns da ein bisschen beim See hin und chillen da erstmal ein bisschen. Ja. So. Ich habe ein. Ja, Solarpanel bestellt, das ist auch in der Beschreibung verlinkt und das funktioniert sehr gut. Hier ist mein Instagram-Channel gerade und ja, ich habe halt die ganze Zeit gerade benutzt und habe 10% jetzt innerhalb von 20 Minuten. Naja, geht besser, aber es ist ja auch gerade mal erst ja, März, ne? Deswegen vielleicht geht das dann auch besser und außerdem, ich würde dann halt auch hier so eine Powerbank anschließen. Und man kann dann ja auch das speichern, also bei jeder Pause einfach das rausholen und dann hat man am Ende des Tages so viel, dass man halt ein Handy einfach aufladen könnte oder ich habe noch eine andere Powerbank dabei, dann werde ich das auch noch machen bei der großen Fahrradtour halt. Und ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall weiter, wir haben schon 50 Kilometer. Es ist 15 Uhr, 5 Stunden schon gefahren, also 5 Stunden unterwegs, 3 Stunden Pause. Ja, das Ständchen. Boah, schon wieder die zweite Rehherde, die wir sehen. Da hinten war gerade noch ein Reh. Leider sieht man das nicht so gut auf der GoPro. Aber naja, es geht ja auch um einen selber. Also ist eine richtig schöne Tour hier. Und natürlich, man könnte hier die ganze Zeit mit Schwitzen und sonst was langhasseln. Aber so. So krass geht es mir auch jetzt nicht darum, so schnell wie möglich zu sein. Ja. Ich wollte bloß so wenig Pausen wie möglich. Oder ja, wie wir es halt hinkriegen, machen wir. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also es wird schon ja, langsam dunkel, also die Sonne ist schon kurz vorm Untergehen, ja noch eine Stunde oder so und dann ja, fahren wir glaube ich im Dunkeln, weil wir haben noch 30 Kilometer vor uns, mein Handy ist auch bald alle
Aber ja, vielleicht schaffen wir es in einer relativ guten Zeit noch nach Hause. So, Freunde, ich habe gerade noch ein paar Bilder gemacht, weil hier gerade richtig schöne Abendsonne war. Aber, oder jetzt auch noch ist, aber es ist halt sehr kalt, wird bald dunkel, wir haben noch 30 Kilometer vor uns. Deswegen haben wir uns gesagt, lassen wir uns abholen und dann ist halt auch gleich die Tour vorbei. Es liegt halt größtenteils einfach nur an der Kälte, weil wir würden das halt natürlich auch hinkriegen, aber ja, es ist halt zu kalt. Deswegen hören wir halt auch gleich auf, aber ja. Richtig schöner Sonnenuntergang heute. Na? Die Hände werden hier richtig kalt. Ja. Alles rot die ganze Zeit. Puh. Heute ist auch eigentlich kein Fahrradfahrwetter, aber egal. Wir sind trotzdem gefahren und da muss man schon mal stolz sein, dass man bei diesen Temperaturen trotzdem durchzieht. Jetzt ist erstmal zu an einem Sonntag. Nö, halten Sie Ihre Schnauze.